Evanesco. Mit diesem Zauberspruch kann man in der Welt von Harry Potter etwas einfach so verschwinden lassen. Und das wäre ja wunderbar, wenn das auch in unserer Welt so funktionieren würde. Denn dann würden wir natürlich das Coronavirus einfach so verschwinden lassen und wir hätten unser altes Leben wieder. Das funktioniert natürlich nicht. Wir können gar nichts heilzaubern. Aber wir stehen auch nicht völlig hilflos da. Denn wir können besonnen handeln. Und wir könnten zum Beispiel einen solchen Stab dazu benutzen, unser Gegenüber auf Abstand zu halten und ihm zu sagen, komm mir nicht zu nah, bleib da, wo du bist. Das ist in dieser Zeit ja keine Drohung, sondern es ist ein Schutz. Ein Schutz für den anderen und ein Schutz auch für mich. Und es zeugt von verantwortungsbewusstem Handeln. Besonnenes Handeln. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Denn so heißt es im 2. Timotheusbrief, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gottes Geist ist in dieser Welt und er wirkt um uns herum und er wirkt auch in uns und durch uns. Das feiern wir an Pfingsten. Pfingsten ist ein wunderbares, ein ganz wichtiges Fest, denn es zeigt uns, dass Gott uns ganz nahe ist und er uns nicht im Stich lässt. Gott ist bei uns und er wirkt durch uns, er leitet uns. Wir brauchen überhaupt keine Zaubersprüche, wir brauchen auch keine Magie. Uns reichen Gottes wunderbare Gaben. Und die heißen unter anderem Kraft, Liebe, vor allen Dingen aber Besonnenheit.